Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in der Wüste von Outriders. Wir haben eine Aufgabe und zwar suchen wir für Madame B dieses Objekt. Ich weiß nicht, was es ist, aber da ist etwas und das holen wir uns jetzt. Und da sind wir auch schon. Wir müssen nach rechts. Ich glaube, das hier ist es. Historiker, Überleben. Ich hoffe, der Name ist nicht Programm. Okay, eine Höhle. Oh, Perforos? Ja. Das Scharfschützengewehr geht gut ab. Ich will mal hier runter schauen. Will hier was sehen. Es sieht komisch aus. Ist das ein Siegel? Upsi. Okay, hier kommen noch einige mehr. War's das? Sieht so aus. Hier ist nichts, okay. Okay, hier geht es nicht entlang. Okay, dann rein in die Höhle. Upsi! Was? Erschreckt mich doch nicht so. Das passiert in letzter Zeit ziemlich häufig, dass ich irgendwo bin und irgendwelche Tierchen plötzlich von der Seite auf mich drauf springen. Das Monsterversteck. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Na gut. Sieht ja schon sehr schön aus. Eine Brutmutter, na klar. Aua. Au, 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 au. Ei, 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 ei. Weg hier. Dämlichen Gift, du nervst.
ist noch so einer. Ach, alles tot? Okay. Eieiei. Okay. Schauen wir schnell hier links. Aber hier ist anscheinend nichts mehr. Nein. Oh. Ist das Eisen? Ja. Das ist eine Kiste. Und da liegt einer. Wie kommt denn der hierher? Na gut. Und was hast du dabei? Schauen wir mal ins Tagebuch. Da ist nichts. Wir wissen nicht, was es ist. Oh, das ist gemein. Ich will das wissen. Ach. Ja, dann schnell zu Madame B. Sollen wir das erklären, was wir hier gefunden haben? Vielleicht erkläre das auch, wie dieser Mensch da hingekommen ist. Du bist nicht Jakob. Nein. Geh weg. Hier ist er. Schau mal, ich habe was für dich. Eine Limo-Dose. Fantastisch. Jemand hat das den ganzen Weg von der Erde hierher gebracht. Ich war auch ein großer Fan. Ein paar Dosen dieses Nektars täglich ist das Geheimnis eines langen Lebens. Na gut, warum sollte man sich noch ein langes Leben wünschen? Tja, auf dieser Welt ist das echt fraglich, warum man das sollte. Das Ding ist schwächer, aber das hier vielleicht erhöht die Dauer von Schwächen. Die Mods sind blöd. Und diese auch. Ach, schade. Das bringt mir beides nichts. Oh, Stufe 26. Weißt du was? Dann direkt zurück zu in die Wüste. Denn da wartet ja noch das Tierchen auf uns. Der Hauras, genau. Schauen wir mal noch schnell in unser Inventar. Machen hier mal alles noch kaputt. Wir haben 2 Klassenpunkte. Oh, was nehme ich denn da? Giftschaden. Rüstung erhöht sich. Lebensentzug durch Fähigkeiten. Das ist gut. Giftschaden. Gift. Zerfall. Widerstand. Widerstand. Nahkampf bringt mir nichts. Handfeuerwaffen. Dann gehe ich mal auf Lebensentzug. Genau. Achso, und ich wollte noch schnell ins Tagebuch schauen. Aber bei der Limo-Dose wird garantiert wieder noch stehen, was die Madame B eben gesagt hat. Ja, genau. Warum sollte man sich noch ein langes Leben wünschen? Auf dem Planeten hier wirklich eine sehr gute Frage. Ich meine, je länger du lebst... Ach, schau mal, hier ist hier. Warum schleppst du mich mit? Um mich zu quälen? Ich kann meine verfickten Beine nicht benutzen. Ich hatte die Kräfte einer Göttin und jetzt bin ich ein Krüppel. Scheiße. Ja, du bist das selber schuld. Hättest du mich nicht angegriffen. Eine dämliche Kuh. Gut, jetzt kümmern wir uns um den Hauras, beziehungsweise das machen wir in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen da, wenn ihr mehr von Outriders sehen wollt. Dann abonniert einfach meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.